Und mit diesem wundervollen Bildschirm, hallo und herzlich willkommen zur Komm her, du! Bleib da stehen! Ich hab eine blutige Nachricht! Was suchst du, in mein 16. Gebiet einzudringen, du Folge Narr? von Assassin's Creed Unity. Und wir haben in der vorigen Folge einfach mal alles vorbereitet, um ihn, geschätzten Kollegen der Templer, zu ermorden. Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. Falsche Propheten mischen sich unter das Volk und versprechen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bastarde! In unserem eigenen Wahrheit Das und verbünden ist sich schön. mit denen, die wir bekämpfen. Und immer, immer lauern die Assassinen in ihren Schatten und warten auf ein Zeichen der Schwäche. Unsere Feinde glauben, uns die Waffen zu nehmen, beraube uns unserer Macht. Moment. Ich denke, dass die Verfechter der Wahrheit nicht so leicht zu besiegen sein werden. Komm her. Stärke, Tugend. Haltet euch bereit, Brüder. Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite. So, wie kriege ich den jetzt eliminiert, ohne dass alle Wachen dahin kommen? Oh, nein, die haben sich gesehen. Scheiße. Ist der gerade abgehauen? Nein, da ist er. Mist, wieso habe ich den falschen? Nein! Komm, lass ihn eliminieren! Komm! Nicht kämpfen! Du musst ihn. Ah, super. Okay. Auf ein neues. So, nächste Versuch. Wieso bin ich jetzt außerhalb des. Hallo? Ach, Scheiße. Das haben mich schon alle entdeckt. Das ist natürlich. Scheiße. Okay, wir werden sterben. Allein, weil er uns jetzt abschießt. Gut. Auf ein neues. So, wir machen weiter mit dem dritten Versuch. Und diesmal sind wir wieder im Heuhaufen. Und der Typ müsste sich eigentlich selber in Brand setzen, wenn er die Fackel so zwischen den Beinen hält. Naja. Er ist auf jeden Fall schon tot. Und diesmal versuche ich es mal hier oben drüber. Ja. Er soll ja auch hier irgendwo vorbeikommen. Deshalb räume ich mal hier oben ein bisschen auf. Ach ne, da oben, der sieht mich. Gott, da liegt eine Leiche. Gar nicht gut. Scheiße, da liegt. Ach, jetzt sehen mich wieder alle. Nein. Nein. Jetzt sind die ganzen Scharfschützen hinter mir her. Scheiße. Ach, nee. Gut. Auf ein neues. So, dann haben wir jetzt den vierten Versuch. Das ist noch schlimmer, als ich die eine Mission in Erinnerung hatte mit diesem Kolosseum. Jetzt sehen die mich schon wieder. Siehst du mich wirklich sehr lange? Nein. Okay.
So, ab nach oben und dann ein bisschen morden, bitte. Zack. Haltet euch bereit, Brüder. Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite. Irgendwie kommt mir das etwas mickrig vor, wenn er so wenige Anhänger hat. Ich habe mir die Templer irgendwie etwas stärker vorgestellt. Oh, da ist noch einer. Los, lauf zu ihm und... Perfekt. Ist alles vorbereitet? Winch, die Männer kennen ihre Pflicht. Die Bastarde entkommen uns nicht. Sehr gut. Der Feind stand uns das letzte Mal im Weg. Ja, Meister. Okay. Kriegen wir den irgendwo günstiger eliminiert? Hier zum Beispiel. Können wir den von hier oben eliminieren? Ja! Perfekt! Steh nun auf, mein... Ihr traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann. Ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Okay, er war ein guter Templer. Wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Also hat Delas hier... Er hat Delas hier... Och nee. Komm, hau ab. Lauf! Also er hat Großmeister Delas hier eigentlich schützen wollen. Und... Jetzt will er das Hotel, den komische Hotel da angreifen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Warum? Was ist jetzt schon wieder los? Bischof hier, du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arnaud verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Meister Einhandwaffen, Meister Stangenwaffen, Meister schwere Waffen, dickeres Fell, Schlossklackergeselle. Das hört sich doch mal sehr, 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 sehr schön an. Als erstes ein bisschen Gesundheit. Ja? Erstmal alles durchgucken. Weniger Schaden. Ja. Doppelluftattentat. Brauche ich jetzt erstmal nicht so ganz, aber weniger Schaden. Naja, vielleicht später. Dieser Auffüllpunkt, den will ich unbedingt haben, aber der ist leider so sau teuer. Es ist, etwas schade, dass der so teuer ist. Aber ich glaube, das hat auch seinen Sinn und Zweck, denn sonst wäre das zu gut. Hä? Was ist denn jetzt los? Gut, was haben wir? Nahkampf, Stangenwaffen, Nahkampf, Schmetterschlag. Gnadenstoß.
cool, jetzt kann man so Extremangriffe durchführen. Wieso nicht? So, nachdem wir jetzt unsere ganzen Updates erworben haben und die Ladezeiten wie immer übersprungen haben, ja, und den Verbrecher nicht töten werden, sondern einfach mit der Schnellreise zu unserer nächsten Mission reisen werden. Njum. Werden wir zu unserer nächsten Mission laufen. Sehr sinnvoll, was wir da machen. Cool, da kann man auch eine Schnellreise hinmachen. Ja, dann machen wir mal da eine Schnellreise hin. Wieso nicht? Also Schnellreise. Ist das der richtige Ort? Nein, wir sind in Versailles. Ja, ich würde sagen, wir machen wieder den Abgang nach Paris. Und wieder Ladezeiten. Haha, ich liebe es. So, ich habe jetzt mal eben, glaube ich, also bestimmt 3 bis 4 Minuten Wartezeit oder Ladezeiten rausgeschnitten. Und nur weil ich mein Spiel auf eine Magnetfestplatte gespeichert habe und nicht auf meine SSD. Ja, das Problem ist, meine SSD ist voll. Da passte nichts mehr drauf. So. Wieso sind wir überhaupt hier? Ah ja, weil wir die Schnellreise hierhin gemacht haben. Wieso denn sonst? Aber was machen wir hier? Das ist die andere Frage. Warum? Was ist der tiefere Sinn? Da sieht man meine Richtung, die ich genommen habe. Ich gehe eher auf Schleichen und Gesundheit. Was wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist. Hier habe ich überall noch nicht sehr viel. Obwohl, da sieht man, meine Beine sind sehr, sehr normal. Können wir noch irgendwann mal aufrüsten, würde ich sagen. Vielleicht. Okay, ich bin gerade, glaube ich, etwas verwirrt. Könnte das sein? Sieht man das? Ich meine, wir sind etwas verwirrt, ja. Aber nochmal, dieser Lafrenière, der hat jetzt... Ah, hier geht's rein. Der hat also den... Wir haben jetzt den getötet, der... Delassier, also unseren Patenvater, getötet hat. Nein, gewarnt hat, den haben wir getötet. Oder? Boah, hau ab, wir wollen renovieren. Habe ich schon. Renovier das mal. Hopp. Tu es. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Wow. Haben wir jetzt ein neues Versteck freigeschaltet, oder was? Ah.
Ah, man kann so Missionen freischalten. Stimmt ja. Gut. Aktuelles Einkommen noch immer 20 Florin. 80 insgesamt. Ich habe herausgefunden, dass man die Tour und das Einkommen vergrößern kann, indem man die Clubs in der Stadt kauft. Wovon manche billiger sind, manche nicht so unbedingt preiswert. Aber egal. Wir laufen jetzt zu unserer Mission und ich würde sagen, hier machen wir einen Schluss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!